Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 1:1. Begrüße die beiden Trainer, Niko Kovac und Enno Maaßen. Euch natürlich auch ganz herzlich. Und alle Fans im LEW Business Club natürlich auch. Herr Kovac, wenn ich Sie um Ihr Fazit bitten dürfte. Ja, hallo erst einmal alle zusammen. Ich finde, wir haben heute ein sehr intensives Fußballspiel gesehen. Sicherlich kein Fußballspiel, was jetzt sehr viele Höhepunkte im technischen Bereich hatte. Taktisch war es schon so, dass wir wussten, dass Augsburg mit vielen Bällen agieren wird, dass sie schnell das Mittelfeld überbrücken wird, dass sie viel auf zweite Bälle gehen. Und da mussten wir uns natürlich wehren. Das haben wir getan. Beide Mannschaften haben dementsprechend auch viel faul gespielt, beziehungsweise das eine oder andere auch an gelben Karten geschluckt. Unterm Strich, glaube ich, ist das Ergebnis okay. Augsburg hatte nach Standards sehr gefährliche Situationen. Wir hatten auch das eine oder andere richtig gute. Von daher muss man das jetzt so mitnehmen und mit der Art und Weise bin ich aber trotzdem zufrieden und damit gehen wir auch, fahren jetzt auch wieder nach Wolfsburg. Danke. Dankeschön. Enno, wie hast du es gesehen? Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich glaube, dass wir richtig gut ins Spiel gekommen sind, dass wir sehr aggressiv, sehr giftig gespielt haben, dass wir den Gegner früh gestresst haben, so wie wir das auch uns vorgenommen haben, dass wir die große Möglichkeit durch Ermedin Demirovic haben, in Führung zu gehen und wir dann mit der ersten wirklich gefährlichen Möglichkeit, wo sie unser Pressing ausgehebelt haben, wo wir den Laufweg mitmachen müssen, dann in Rückstand geraten. Das, was sehr positiv war, ist, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Das ist etwas, was uns noch gefehlt hat in diesem Jahr, wo wir dann immer wieder auch die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, über Bord geschmissen haben. Da ist die Mannschaft gefestigt und ich finde, wie wir uns gewehrt haben, wie wir uns in der zweiten Halbzeit zurückgefightet haben, wirklich richtig gut und haben uns viele Tormöglichkeiten erarbeitet und auch ein Plus in diesem Bereich, viele Standards erarbeitet, haben gegen eine sehr defensiv-standardstarke Mannschaft heute ein Tor erzielt. Da hat es dann auch die, glaube ich, 11 Ecken gebraucht. Aber ja, wir sind zufrieden mit dem Punkt. Es ging darum, weiter erfolgreich zu sein. Wir hatten ein paar Herausforderungen zu bewältigen an diesem Spieltag. Wird in der nächsten Woche nicht anders sein. Da fehlen uns auch dann beide Innenverteidiger. Aber insbesondere Thomas Kuback möchte ich heute mal hervorheben, der nach langer, langer Zeit heute sein Startelf-Debüt in dieser Saison hatte. Wir haben uns für ihn entschieden, weil er einfach auch toll trainiert hat in den letzten Wochen, die Sache oder die Situation sehr gut angenommen hat und hat wie auch auf der anderen Seite Castells ein sehr gutes Spiel heute gezeigt und hat seinen Anteil daran, dass wir den Punkt hier behalten haben. Wir hätten gerne gewonnen, aber ich denke auch, so wie Nikos gesagt hat, es ist ein gerechtes Ergebnis. Beide Mannschaften haben viel investiert und dann nehmen wir den Punkt heute mal mit. Danke. Danke dir, Enno. Die erste Frage kommt von Frank Linkesch vom Kicker. Ja, zwei Fragen an Enno. Hallo. Wann fiel denn die Entscheidung für Thomas Kuback und gegen Daniel Klein, der ja bislang als Nummer 2 auf der Bank saß? Und du hast ja Innenverteidiger schon angesprochen, da fehlen ja auch noch die 2 Verletzten. Wer soll das nächste Woche machen, auch wenn es so kurz nach dem Spiel jetzt ist? Aber hast du da schon eine Idee? Ja, Freddy Winter wird, denke ich, wenn er gut trainiert, eine Position spielen. Die andere gucken wir mal, wer sich in der Woche da so anbietet, wer das vielleicht noch könnte. Bei Thomas ist es so, dass es ja auch eine sehr kurzfristige Entscheidung war, dass wir bei Rafa wirklich versucht haben bis zur letzten Sekunde, aber es ging nicht, es macht keinen Sinn und dann haben wir natürlich unter der Woche schon gesagt, okay, jetzt mal auch beiden Keepern gesagt, okay, es könnte passieren und dann war das also der letzte Eindruck, wo wir gesagt haben, ja, nein, Thomas macht's und er hat's toll gemacht. Gibt's weitere Fragen? Einmal das Mikro. Ja. Herr Kovac, Stefan Reuter hatte sich gewundert, dass Sie während der Rudelbildung auf einmal in seiner oder in der Coaching-Zone auftauchten. Wie kam es dazu? Wir haben früher Golf zusammen gespielt, von daher dachte ich mir, wir tauschen uns mal aus. Es ist Emotion, es ist Fußball, es ist Bundesliga. Das ist, ich war der Meinung, dass, wie auch der Schiedsrichter, dass das ein Foul war. Stefan ist immer sehr, trotz seiner Hüfte, immer noch richtig mobil. Das heißt, er ist dann aufgesprungen und okay, wenn Enno das gemacht hätte, wäre es kein Problem gewesen, weil ich finde, da war ein bisschen zu viel Hektik drin. Bin ich rüber, ich habe gehört im Nachhinein, weil inzwischen weiß ich gar nicht, dass es die Regel gibt, dass wenn ich rübergehe, ich hätte eventuell sogar vom Platz fliegen können oder müssen, keine Ahnung. Okay, weiß ich ja, wie wir das gelernt. Aber es ist okay, das ist, gehört zum Fußball dazu und jetzt haben wir uns eh schon wieder umarmt und wenn wir uns demnächst treffen, werden wir wahrscheinlich auch was zum Trinken. Schauen wir mal. Keine weiteren Fragen. Dankeschön.
Dann Ihnen allen noch einen schönen Abend, unseren Gästen. Schönes Wochenende. Danke. Danke.